Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Wie ihr euch vielleicht schnecken könnt, begrüße ich euch zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar spielen wir Final Fantasy X. Und da ihr jetzt Final Fantasy X seht, bedeutet das, dass ich Final Fantasy 8 fertig habe und eventuell auch schon auf JTLP Final Fantasy 9 läuft. Ich nehme jetzt ein bisschen vorher auf, weil ich jetzt gerade Bock habe auf Final Fantasy 10. Genau, eins vorweg. Ich will erstmal sagen, ich kriege öfters zu hören, speziell von Yogi, dass ich mal bei den Final Fantasies LPs immer, ja, machst du wenig Schaden und du hast ja keine Ahnung. Also nicht, das hat er nie, sagt er nicht, aber das interpretiere ich für mich so. Und eins möchte ich sagen, kritisiert meine Let's Plays, aber kritisiert aber nicht meine Spielweise. Ich spiele Final Fantasies so, wie ich will. Und das ist nun mal meine Spielweise. Ich mache keine 100% Runs oder spiel's, guck mir vorher von einem anderen, der einen 100% Run gemacht hat, die Videos an und spiel's ihm einfach nur nach. Ich spiel's auf meine Art. Trotzdem habe ich mich bereit erklärt, Final Fantasy X so weit wie möglich, wie es mir möglich ist, mal 100% zu spielen. Also nicht, ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, alles 100%, aber ich will so viel wie möglich zeigen. Ich habe auch ziemlich viel Zeit in Final Fantasy X verbracht. Deswegen kann ich auch, wie bei Final Fantasy VII, euch eine ganze Menge zeigen. Ich kann mal eben schnell gucken, ob ich noch genug Speicherplatz. Das verrät schon wieder viel zu viel. Ja. Ich müsste eigentlich noch genug Speicherplatz haben. Ansonsten überspeichere ich einfach ein Spiel. Wir fangen mal an. Genau. Final Fantasy X verfügt über zwei verschiedene Typen des Charakteraufbaus, der anhand eines sogenannten Sphärobretts individuell geschaltet werden kann. Das ist die erste große Neuerung in Final Fantasy X. Wir haben einen, also wir steigen kein Level und die Charakterwerte steigen automatisch, sondern wir machen das über ein Sphärobrett, dazu aber später mehr. Und dann gibt es einmal das Standard-Sphärobrett. Die Charaktere werden in einer ausgewogenen Art und Weise fortentwickelt. Wenn Sie Final Fantasy X zum ersten Mal spielen, sollten Sie diesen Typ wählen. Und das Profi-Sphärobrett. Sie haben beim Charakteraufbau viel mehr Spielraum, aber Vorsicht, es besteht stets die Gefahr, dass die Charaktere nicht optimal entwickelt werden können. So, da ich das nicht zum ersten Mal spiele, sondern das vierte oder fünfte Mal. Ja, ich habe ziemlich viel Zeit verbracht drin. Wählen wir das Profi-Sphärobrett? Ja, das ist mir recht so. So, dann lasst uns mal gucken, wie denn die Welt von Final Fantasy X so aussieht. Ach, hier gibt es übrigens Sprachausgabe, das heißt, ich werde nicht mehr so viel lesen müssen. Ein bisschen noch, aber nicht so viel. Das erste Final Fantasy mit Sprachausgabe. Und das erste Final Fantasy für die PlayStation 2. So, das sind auch schon unsere Charaktere. Merkt euch die Szene, die werden wir später nochmal zu Gesicht bekommen. Ich habe in meinem Spielstand gar nicht so viel gespoilert, man sieht die ja jetzt auch schon alle. Hallihallo, Hallöle. Wer bist denn du? Ah, ich weiß es.
Ja, fällt gerade auf, das ist ziemlich lange ruhig. Und wir genießen es einfach mal. Listen to my story. Ah, jetzt. This may be our last chance. Final Fantasy 10. Ja, hört meine Geschichte. Es ist möglicherweise ihre letzte Chance. So, jetzt gut aus. Komm, fangen wir mit dem Spiel an. Heide hopp. Ach ja. Also man sieht schon, es ist so ein bisschen Zukunftsdesign und da kommt ein Geist. Was es mit dem auf sich hat, erfahren wir später noch. Und da ist unser Hauptcharakter. Und ja, die Leute lieben uns. Das ist schon mal ein geiler Start in ein Spiel. So, wir können uns bewegen. Wir können allerdings noch nicht ins Menü oder sowas. Wir können nur pausieren. Können wir denn zurück? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, natürlich nicht. Müssen wir aber auch nicht. Wir wollen hier hin. Und einmal mit den Mädels reden. Ja. Kein Problem. Genau, hier können wir jetzt unseren Namen eingeben. Wir lassen einfach mal Tidus oder Tidus. Ich sag Tidus. Ja, ist mir recht so. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? Ja, da stehen die Mädels drauf. Ja. Wir quatschen gerade. Können wir uns nach dem Spiel treffen? Sicher. Okay, mit irgendjemandem, muss ich. Das ist schön. Thanks. Good luck. Wird mich jetzt vertan? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Can you sign this? No problem. Please. Alrighty. Ich kann Autogramme schreiben mit nur meinen Fingern. Ohne einen Stift in der Hand. Oh yeah. So. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well. You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Das würde ich mal so nicht sagen, wa? So. Und ich habe mich, glaube ich, tatsächlich vertan.
Ich wollte nämlich Potions abgreifen, aber die kommen erst noch. Ja. Kommt noch. Und nicht wundern, wenn ihr manchmal so Blättergeräusche hört. Ich habe mir ein wenig Hilfe bei dazu geholt, dass ich auch möglichst nichts verpasse, nee, oder nicht so viel verpasse. Also werde ich ab und zu mal blättern. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Nun ja, jetzt hocken wir hier, 10 Jahre später, der Tag des allerersten Jack-Pokals. Warum er jetzt aufgehört hat, das ist mir nicht ganz klar. Coming through, sorry. Geht mal weg hier. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go. So. Wir spielen ein wenig... Oh, hab ich's jetzt verpasst? Ich glaube ja. Ja, ich hab's verpasst. Verdammt, das fängt schon mal gut an. Trotz Hilfe verpasst. Egal, war bloß eine Funktion. 2 Funktionen. Jetzt gibt's hier erstmal krasse Blitzball-Action, Mann. Oh yeah! Und das dürfen wir später sogar selber spielen, Mann. Oh yeah! Blitzball ist prinzipiell einfach erklärt. Man hat eine riesen Kugel Wasser. Die Musik ist der Hammer. Aber ich rede mal ein bisschen lauter und versuche die Musik zu betönen, weil ich will nicht, dass... Aber das wird eigentlich für das nicht gespielt. Und ja, eine geile Sau, ey. Oh yeah. Ja, wie gesagt, Blitzball ist schnell erklärt, meine Riesenkugel Wasser. Und dann wird sich da drin rumgeschwommen, mit einem Ball geworfen. Getackelt und ja, wenn es das in Wirklichkeit geben und natürlich kann man auch aus der Kugel rausfliegen. Wenn es das in Wirklichkeit geben würde, wäre das der Hammer. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Punkt. Für die Zener-Candates. Wird gelaufen. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen auf den Grund gehen, was denn hier abgeht. Alles zerstört, das ist schlecht. So, jetzt könnt ihr oben unsere Karte sehen, oben links. Der gelbe Pfeil sind wir. Wir müssen... Hoppala, wir müssen hier hin. Ja, Oren, die zwei kennen sich. What are you talking about?
mit hinterher. Da. Der kleine Junge schon wieder. It begins. What? Don't cry. Okay, es geht los. Weg ist er. Wo ist Orin? What the? Ja, das, so geht's mir auch gerade. Hey, wait! Da ist er. Hey, not this way. Look. Fällt gerade auf, die sprechen ja Englisch. Das heißt, für die, die jetzt kein Englisch sprechen, tut's mir leid. Es sind Untertitel an, müsst ihr diesmal selber lesen. Aber wenn die sprechen, will ich nicht auch noch sprechen. So, das sind unsere ersten Gegner. Und dann nur noch keine Waffe. Das ist schlecht. Ah. Wenn wir vom Teufel sprechen. Ja, wir können noch nicht so gut mit umgehen. Aber jetzt gleich. Die Nymphenanleitung gibt's leider nicht. Na, zack, können wir es halten. Aber ja, kein Problem. So, Kampf beginnt. Genau. Wir haben jetzt ewig viel Zeit. Wir sehen rechts, ich erkläre mal kurz. Ist jetzt mein Gesicht, das heißt, ich bin dran. Danach kommt Monster B, dann kommt Orin, dann Monster C, Monster A, dann wieder ich. So, da sehen wir die Reihenfolge. Ich werde jetzt einfach mal stinknormal angreifen. Die halten nicht so viele aus. Jetzt kommt Orin. Orin macht natürlich viel mehr Schaden. Und ich wieder. Wir cutten uns through. Oh, noch mehr Gegner. Eieiei. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Ja. Donnen. Was so viel heißt wie die hinteren beiden, können wir vergessen, weil die werden immer wieder nachkommen. Wir kümmern uns um die vorderen. So, und weiter geht's.